damit jetzt noch einmal ein herzliches Willkommen. Wir haben hier ja irgendwelche EDV-Probleme, die man nicht lösen kann, also wie das so oft ist, gehabt, die man nicht erklären kann. Wir haben den Rechner neu gestartet, plötzlich geht alles und wir haben jetzt Live-Bilder von der Strecke. Und ja, wir können uns das Rennen jetzt vornehmen, also zumindest das Rennen sollten wir jetzt hier live und in Farbe in den Kasten bekommen. 60 Minuten, es läuft jetzt also, der Stream ist online. So, das Ganze müssen wir nur noch mal gerade hier auch im Forum bekannt geben, dass man jetzt hier drauf connecten kann. Also, es läuft und ja, wir werden jetzt hier auch nonstop direkt gleich die Action dann liefern. Es hat sich, soweit ich das jetzt gesehen habe, während wir hier versucht haben, die Probleme zu lösen, im Qualifying nichts mehr weiter getan. Das müsste also bedeuten, dass gleich Jonas Steffens als Führer hier das Rennen aufnimmt. Aber wir werden uns das alles jetzt gleich ganz genau nochmal ansehen. Also das war jetzt hier eine etwas merkwürdige Sache, wie man es so oft hat mit den... ja, mit allem, was mit Computern zusammenhängt. Irgendwie war die Internetverbindung weg, der Rechner hat neu gestartet, dann war sie immer noch weg und irgendwann war sie plötzlich wieder da. Ja, und jetzt sind wir also hier wieder live drauf. Und wir versuchen gerade mal, ob hier gewisse Dinge funktionieren, die wir uns hier mit einem neuen Tool versucht haben anzueignen, aber wenn ich das gerade so richtig sehe, funktioniert das nicht. Also die Events, die müssen wir dann immer noch manuell zurückspulen. Das ist jetzt aber auch kein großes Problem, das ist hier nur so ein Bequemlichkeits-Ding, was hier neu gemacht worden ist. Soll uns jetzt nicht weiter stören, wir werden hier jetzt gleich in gewohnter Qualität die ganze Action liefern. Also R-Faktor 2 ist angesagt, Renault Megane Trophy, Renault Megane Cup von Virtual Racing e.V. 8. von 10 Saisonrennen. Wir sind auf dem Circuit de Spa-Francorchamps und haben also hier heute ja ein schönes Rennen mit 20 Fahrern, die hier auf R-Faktor 2 eine ganz, ganz klar weiterentwickelten Rennsimulation in der nächsten Generation, also eine der ersten Ligen, hier ausfahren werden, die auf diese Simulation setzen. R-Faktor 2, gerade im Bereich des Reifenmodells, enorme Fortschritte gegenüber R-Faktor 1 und das ist hier auch gleich einer der zentralen Aspekte, die hier zum Tragen kommen. Also ein bisschen zum Ablauf gleich, wie es aussehen wird, nachdem diese jetzt noch 5 Minuten 40 dauernde Warm-Up-Session im Kasten ist. Wir werden also ein einstündiges Rennen sehen. Das Ganze wird dann hier um ca. 21 Uhr gestartet und ist dann so 22 Uhr durch. Und dann wir werden also dann zwei Boxenstopps wahrscheinlich sehen. Man hat nur 40 Liter Tanks hier im Fahrzeug. Also diese Fahrzeuge sind eigentlich auf eine viel kürzere Distanz ausgelegt. Deshalb müssen sie nachtanken. Und mit 80 Litern kommt man aber auch nicht über die Distanz, sondern die brauchen ein ganz kleines bisschen mehr. Und deshalb ist mit einem Splash and Dash zu rechnen. Und das bedeutet, dass es hier viele, viele Möglichkeiten gibt, strategisch zu agieren. Das heißt also, dass man hier, wenn man nicht die nötige Track Position hat, versuchen kann, diesen Splash and Dash direkt am Anfang einzulegen, um sich aus dem Verkehr herauszubringen. Man hat hier sehr viele mögliche Strategien, die man fahren kann. Ja, und wir sind gespannt, wer das gleich hier am besten hinbringt. Noch einmal der derzeitige Stand in der Meisterschaft, den nehmen wir uns jetzt gerade noch einmal vor. Raphael Stadelmann ist der Führende mit 166 Punkten, gefolgt von Jonas Steffens 160, Marco Saupe mit 156 und dann Markus Frühauf mit irgendwas um die 140. Ich kann das hier nicht genau lesen. Auf dem hoch aufgelösten Stream wird man es erkennen können. Ich kann es hier auf dem verpixelten Bild nicht erkennen. Aber den Stand, den wird man hier entnehmen können. Und jetzt ganz kurz zum Spotter-Guide, zu den Fahrzeugen, die hier am Start sind. Also ganz oben links Raphael Stadelmann, der blaue Renault Megane. Das ist unser Meisterschaftsführender. Jonas Steffens ebenfalls in der ersten Zeile zu finden. Der linke der beiden gelben Meganes. Das ist der Mann von Last Minute Racing. Stadelmann unterwegs für URT Racing. Direkt unter Jonas Steffens sehen wir zwei grüne Fahrzeuge und das rechte davon ist Markus Frühauf. Das ist unser dritter Meisterschaftskandidat, der ist für das Team Green Flashes unterwegs. Und dann sehen wir diese zwei grauen Fahrzeuge, die sind dann das Team Fat Racing daneben. Und da haben wir unter anderem Stefan Erksi,
Der ist einer der Kandidaten, die heute ganz weit vorne in der Startaufstellung stehen. Und dann haben wir noch da unten in der letzten Zeile diesen weißen Boliden im Martini-Design. Das ist Marco Sauke und das ist unser vierter Meisterschaftskandidat. Das sind mal die fünf Fahrzeuge, die es heute zu beachten gilt. Und wir werden jetzt hier noch die letzten Momente aus dem Warm-up einfangen und stellen jetzt hier auch nochmal so ein bisschen die Fahrzeuge vor. Wir sehen hier beispielsweise Marc Brockmeier. Moment, er ist 15. hier ohne eine Zeit geführt. Jürgen Prinz steht gerade an der Box. Den kriegen wir hier gerade mal geliefert in einem relativ jungfräulichen Design. Dann sehen wir Stefan Erksi hier also im Bild mit der Startnummer 37, sein Teamkollege André Geider. So, das ist Robert Worm. Der kam jetzt nicht so viel zum Fahren. Der musste nämlich gerade die Streaming-Probleme mit lösen. Und dann sehen wir hier Axel Dorner im Bild. Auch der in einem relativ jungfräulichen Gelb unterwegs. So, und das ist der momentan schnellste. Markus Früh auf einer der Meisterschaftskandidaten hier im Warm-up jetzt, also mit der schnellsten Zeit. Im Neuendorf sehen wir hier im Bild, das ist einer im Gaststarter-Design. Ist wohl Blutsverwandter von Peter Neuendorf, der hier als 10. geführt ist, der noch aus der GT-Challenge bekannt sein dürfte. Das ist also Jonas Steffens, der R-Faktor-Admin der, Virtual Racing Liga. Der ist also hier ja schon seit einiger Zeit jetzt der Chef im Ring, was den R-Faktor-Bereich angeht. Und er ist auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir hier jetzt auf R-Faktor 2 fahren. Und das war natürlich ein großer Schritt hier für die Virtual Racing, für den Virtual Racing e.V. Aber da die Uhren müssen in die Zukunft gestellt werden. Wir können nicht ewig mit R-Faktor 1 und Race 07 und wie die alle heißen weitermachen. Hier werden jetzt die neuen Simulationen also sukzessive mit eingebracht und R-Faktor 2 ist also soweit, dass man eine Liga damit aufziehen kann. Steffens also im Moment Dritter, Lars Novak, der Teamkollege von Markus Frühauf vom Team Green Flashes auf der vierten Position. Hier der gerade schon thematisierte Marc Brockmeier und das ist Marco Blech, auch den kennen wir noch aus der GT-Challenge in seinem roten Boliden. Raphael Stadelmann also hier, das ist der Schweizer, den es da zu schlagen gilt. Seine Nationalität hat er da auch sich gleich auf die Spiegel geklebt. Und das ist sein Teamkollege mit den deutschen Spiegeln, Uwe Grunenberg im Team URT. Und da sehen wir Peter Neuendorf in einem der vielen gelben Fahrzeuge. Etwas Abwechslung bringt dann Hagen Tröger da rein. Der fährt mit einem orangefarbenen Fahrzeug. Da gab es in der Megane-Trophy mal die Equipe Verschür, die auf ein derartiges Design gesetzt hat. Die konnte man immer sehr gut erkennen. Dabona haben wir auch noch, den Italiener Daniele Bonaventura hier im Bild. Ebenfalls in einem der unzähligen gelben Megane. Er ist allerdings hier der Teamkollege von Jonas Steffens im Team Last Minute Racing. Hier sehen wir Henning Grosch. Nummer 25. Dann hier noch Ralf Krämer im Bild, der ist der Dritte aus dem Team URT Racing. Und Thomas Tempel, der ist jetzt hier der Letzte, den wir vorstellen. Die anderen hatten wir, glaube ich, alle schon einmal gesehen. Ja, damit sind wir jetzt auch durch hier, was das Warm-up angeht. Und damit können wir uns jetzt auf 60 Minuten Renn-Action freuen. Und dann werden wir jetzt gleich auch die Startaufstellung sehen. Die haben wir jetzt hier natürlich nicht, weil wir jetzt gerade den Stream reparieren mussten. Aber wir dürfen wirklich gespannt sein, wie die Fahrer das jetzt hier gleich strategisch lösen. Also gängige Sache, ein voller Boxenstopp und ein Splash and Dash. Man kann aber auch zwei halbe Boxenstopps einlegen. Man kann auch sofort den Splash and Dash machen und dann später nochmal volltanken. Man hat alle Möglichkeiten der Welt hier. Oder man kann natürlich auch versuchen, mit einem Boxenstopp durchzufahren und dabei Sprit zu sparen. Lift and Coast also. Das könnte man ebenfalls versuchen. Und dann ein ganz zentraler Punkt ist, ob man die Reifen wechselt oder nicht. Das ist die ganz große Frage. Ein Reifenwechsel kostet 21 Sekunden und erfolgt unabhängig vom Nachtanken. Spa ist jetzt eine Strecke, die vom Reifenverschleiß hier nicht ganz so schlimm ist. Deshalb sollte es hier auch möglich sein, dass wir hier mit einem Reifensatz durchfahren.
User left your channel. User joined your channel. So, und damit stehen die Fahrzeuge jetzt bereit für die Einführungsrunde. Wir werden also jetzt hier einmal ganz locker um die Strecke fahren und haben daher auch nochmal die Zeit, uns die Startaufstellung genau anzusehen. Also, damit geht es los. Einführungsrunde läuft. Einmal 7 Kilometer. Also hier kann sich keiner beklagen, dass er nicht genug Zeit hätte, seine Reifen auf Temperatur zu bringen. Raphael Stadelmann, der Meisterschaftsführende, geht von der Pole Position ins Rennen. Also da hat sich doch noch mal einiges getan in den letzten Minuten des Qualifyings, während wir da am Rotieren waren, um den Stream in Gang zu bringen. Stadelmann von der Pole. Und neben ihm wird Marco Saupe gleich den stehenden Start in Angriff nehmen. Also dann von der 2. Dann Jonas Steffens von der 3. Position. Stefan Erksi, der geht von der 4 aus ins Rennen. Und dann von Platz 5 aus Markus Frühauf, der Meisterschaftskandidat Nummer 4. Also das sind diese 5 Fahrzeuge, die wir da vorhin schon mal thematisiert haben. Die werden das Ganze heute wahrscheinlich unter sich ausmachen. Lars Nowak geht dann von der 6. Position aus ins Rennen. Er ist der Teamkollege von Frühauf und wird natürlich versuchen, diesen zu unterstützen. Jürgen Prinz startet von Startplatz 7. In 8. Position ist dann Tim Neuendorf. Von der 9 aus geht André Geider ins Rennen. Und von der 10 Marco Blech. Dann startet von der 11. Position aus Peter Neuendorf. Und von der 12 sehen wir dann Robert Worm, der das halbe Qualifying nicht mitfahren konnte, weil er ebenfalls hier als einer der Chefs dieser ganzen Situation hier das Rennen mitmanagen muss. Dann Hagen Tröger von der 13. Position. Von 14 Daniele Bonaventura. Schauen wir mal, ob er seine übliche Rennstärke dann gleich in Szene setzen kann. Der ist ja normalerweise im Qualifying nicht ganz so stark. Uwe Grunberg dann von der 16. Position. Henning Grosch. Von der 15. Position. Jetzt sind wir bei 16, das ist dann Henning Grosch. Ralf Kramer von Startplatz 17. Krämer von der 17. Position. Von der 18 geht dann Thomas Tempel ins Rennen. Der hatte nur eine schnelle Runde. Er hatte da noch eine Strafe von einem früheren Rennen abzusitzen, wahrscheinlich Track Limits. Marc Brockmeier dann von der 19. Position und Axel Dorner, der wird das Feld hier komplettieren. Das also die 20 Kandidaten, die dieses Rennen hier gleich in Angriff nehmen werden. Wichtig also ist hier vor allem, dass man die Reifen nicht blockiert. Also hier wird wirklich Reifen blockieren, bestraft bis zum geht nicht mehr in R-Faktor 2. Das ist der ganz große Fortschritt gegenüber R-Faktor 1. Hier gibt es massive Bestrafungen, wenn man sich einen Bremsplatten einfährt. Das ist wirklich das Letzte, was man hier haben will. Und jetzt kommen also die Fahrer so langsam wieder zurück. Wir werden jetzt also gleich das Rennen hier in Angriff nehmen. So, damit stellen wir uns jetzt auf. Und warten darauf, dass jetzt gleich die Ampeln geschaltet werden. Stadelmann auf 1, dahinter Saupe und dann zweite Reihe Steffens und Erksi. Dahinter dann die beiden Green Flashes Piloten in der 3. Startreihe. So geht es gleich los in Richtung der Spitzkehre von La Source. Versuchen mal, ob wir die Kamera bekommen. Nein, die bekommen wir auf die Schnelle nicht. So, da wird noch einer zentriert in der Startaufstellung und jetzt also geht es los. Wir sehen oben die Uhr runterticken bei 59. 59 ist der Start erfolgt. Die Ampeln sind freigegeben und wir sehen super Start hier direkt aus der 2. Startreihe von Jonas Steffens, der sich da direkt mal jetzt hier in eine Position begibt, aus der er angreifen kann. Feld begibt sich in die La Source Herpin. Es geht sehr diszipliniert ab. Kein Unfall hier. Und Raphael Stadelmann hat seine Pole verteidigt, aber Steffens ist mal auf die zweite Position gegangen
Und dann auf der dritten Position Marco Sauber. Und jetzt gehen die Windschattenschlachten los. Die Kemmel gerade hoch. Jetzt gut sich platzieren hier. Wer hat die Reifen schon warm? Er hat sie auf jeden Fall nicht warm. Der Marco Sauber, der rutscht nämlich raus und könnte jetzt gleich ein Opfer von Erxi werden. Und nach der Führung greift jetzt Jonas Steffens. Stadelmann auf der Innenbahn. Aber Achtung, man kann Lecom außen herum überholen. Seite an Seite. Steffens ist schon vorne. Steffens hat jetzt die besten Karten hier, um sich außen herum daneben zu bremsen. Aber Stadelmann hat da den längsten Atem und verteidigt die Führungsposition hier in Lecom rein. Und ja, wie sieht es dahinter aus? Da ist Markus Fühler auf ein paar Plätze zurückgefallen. Der ist nur mehr auf der siebten Position und muss sich da jetzt erstmal vorbeiarbeiten an Jürgen Prinz. Versucht ihn jetzt hier direkt zu attackieren, lehnt sich da ein bisschen an und geht mit leichter Vorwand vorbei. Ich denke aber mal, für Tütenwagensport ist das okay. Schnappt sich diesen Platz also wieder und lässt die Spitze da vorne nicht enteilen. Stadelmann, Steffens, Sauper, Erxi, da hat sich gar nichts getan. Erst Lars Novak dann, der hat die Plätze mit Markus Fuh aufgetauscht, aber ich denke mal, dass die beiden gleich wieder das Ganze zurückrangieren werden. Marco Blech ist auf den letzten Platz zurückgefallen, da ist wohl was gewesen. Also, ja, ich lese das hier gerade in dieser Ereigniskette. Marco Blech ist wohl herumgedreht worden. Gut, man hat mir gesagt, ich soll einmal in den Replay-Modus gehen und dann würde es funktionieren. Es funktioniert aber immer noch nicht. Aber Blech ist raus. Das kann natürlich sein. Um mal direkt anzuwählen. Macht aber gerade auch nicht. Dann machen wir mal eben so. Ja, Marco Blech ist draußen. Ja, schauen wir mal, was da passiert ist. Können wir jetzt leider nur hier manuell das Ganze versuchen. Wir können es auch nochmal hier. Aha, jetzt haben wir das Event. Also wir müssen erst in den Replay-Modus gehen und dann gibt es das wieder freigeschaltet. Warum? Da hat es doch noch geknallt. Können wir das nochmal, ja, nochmal zurückgespult. Wer hat ihn denn da über den Haufen gefahren? Einer der unzähligen gelben Fahnen. Und oh, da hat es aber eine riesen Karambolage gegeben. Das war nicht nur Steffen, und ach, da fährt auch noch der Robert Worm rein. Also da hat es aber mal gleich richtig geknallt. Versuchen wir noch herauszufinden, wer der andere da gewesen ist. Nummer 14, das ist Peter Neuendorf. Wobei ich bin jetzt. Ah, wer ist da im Video? Ah, da hat Marco Blech, ja, ein, zwei Mal. Ich kann jetzt auch nicht mal wirklich dem Neuendorf eine große Schuld geben, weil man sieht das hier jetzt da, der fährt da auf eine Mauer zu und Blech dreht ihn einfach immer weiter rüber. Ja, und gut muss was sein in der Startphase eigentlich nicht. Und irgendein Hühner ist dann da noch reingerasselt. Also das eine Startparambolage direkt einmal. So, André Geider ist wohl noch neben der Strecke gewesen, wenn ich das jetzt sehe. Und Stefan Erxi hat sich gerade Marco Sauper gekrallt. Ich versuche jetzt da gerade mal hinzukommen. Das Problem ist, dass es immer wieder hochspringt. So, jetzt haben wir scheinbar. Ah, nein, da kommt einer an die Box. Aha, nee, Geider ist an die Box gekommen. Das ist also das Event, was wir hier haben, nachdem auch er irgendeinen Vorfall gehabt hat. Aha, oh, der hat sich da weggedreht oder wurde er gedreht? Nein, das hat er selber gemacht. Und ist heftig eingeschlagen im Bereich Blanchiment. So, und jetzt haben wir einen auf dem Vormarsch. Das ist Markus Frühauf. Wir sehen, Sauper hat schon einige Plätze verloren. Wir kommen hier gar nicht so wirklich aus dem Replay heraus. Marco Sauper ist nämlich zurückgefallen. So, ah, hier sehen wir es. So, der ist aus dem Stand, aus dem Windschatten heraus angegriffen worden von Erxi. So, der geht da auf gleiche Höhe, kommt vorbei. Und dann nutzt auch gleich früh auf das Ganze noch aus, weil sich Sauper da leicht verbremst. Hält da außen herum durch, der kommt gegen und geht dann sauber vorbei. Und jetzt sind wir wieder live drauf und wir sehen da schon die ersten Boxenstopps. Das sind jetzt diejenigen, die dann versuchen, Off-Strategy zu gehen. Allerdings kann es auch sein, dass hier einige noch Schäden reparieren lassen müssen. Also Stadelmann vor Steffens, Erxi ist jetzt Dritter, früh auf der 4, dann Sauper auf 5. Lars Novak hier im Infight jetzt mit Jürgen Prinz und Tim Neuendorf hat da auch noch Anschluss. So, dort kommt unser überrundeter Kandidat jetzt aus der Boxengasse wieder raus. Das müsste Peter Neuendorf sein.
Oder nee, der war da noch nicht drin verwickelt. Wir werden das gleich herausfinden. Ich glaube, Geider ist es. Oder ist es Robert Worm? Wir werden es gleich sehen. Hier jedenfalls die Verfolgergruppe. Das sind Daniele Bonaventura und Hagen Tröger. Die haben allerdings schon einen gewissen Abstand nach vorne. Das können wir jetzt hier auch einmal live anzeigen, wie die Live-Abstände da sind. Ah, da gibt es jetzt auch einen Angriff. Tröger schnappt sich hier Bonaventura ganz leicht aus dem Windschatten heraus. So, dann gibt es einen leichten Abriss zu Marc Brockmeier. Den sehen wir hier. Dann Uwe Grunberg und Henning Drosch. Dann wieder leichter Abriss zu Ralf Krämer. Und dann Axel Dorner. Robert Worm, der ist noch in der Führungsrunde. Und Thomas Tempel ist derjenige, der da gerade so ins Klo gegriffen hat. Der lässt jetzt hier das gesamte Feld passieren. Alle anderen sind raus. Wir haben das gesehen. Geider hatte seinen Unfall in Blanchimont und die anderen beiden noch in der Startrunde. So, früh auf Off-Track lese ich gerade. Was ist da passiert? Oh, lehnt sich da mal sanft an der Wand an. Mir ist aber nicht passiert. Hat keine Position dabei verloren. So, und hier vorne geht jetzt erstmal die Jagd los. Dadelmann vor Steffens. Beide haben sich ein bisschen absetzen können. Erzi hat da eine kleine Lücke jetzt nach vorne. Hör auf. Ja, es kann schon sein, dass bei R-Faktor 2 das bereits einen Schaden verursacht hat. Also da ist man wirklich hier rigoros in R-Faktor 2. Je nachdem, wie hoch die Schadensabfrage da eingestellt wird, kann es da durchaus sein, dass die Lenkung ein ganz kleines bisschen schief steht, weil das geht ganz schön auf die Querlenker, wenn man sowas macht. So, Prinz versucht sich an... Oh, der versucht sich gewaltig hier an Novak. Ja, Novak hat die Bremse aber scheinbar nochmal außen herum geöffnet. Prinz war wesentlich später drauf, aber Novak hat das scheinbar gesehen und hat dann die Bremse nochmal aufgemacht. Aber das wäre strategisch gesehen sowieso kein guter Ort gewesen, um zu überholen, denn jetzt gibt es die Kämme gerade und hier kann man fast umsonst vorbeigehen, wenn man nicht so einen Rutscher da in Eau Rouge hat. Jetzt könnte sogar Tim Neuendorf sein, der hier den größten Vorteil von allen hat, denn er war richtig gut dran. So, und Achtung, jetzt kriminell, jetzt könnte es nämlich gleich einen Freeride geben. Oh, Neuendorf steckt da nochmal zurück. Find, das kannst du jetzt hier. Eieiei, also das ist aber mal gerade eine Aktion gewesen. Am Ende bleiben die Positionen unverändert. Richtig schöner Tourenwagensport, der uns da gerade geliefert wurde von Novak Neuendorf und von Prinz. Oh, leichter Rutscher hier. Nicht so leicht abzufangen bei diesen Autos. Und solche Rutscher kosten ungemein Reifenenergie. Oh, Markus Frühauf, der testet hier Track Limits an allen möglichen Stellen aus. Und wir haben einen Führungswechsel an der Spitze. Jonas Steffens hat die Führung übernommen. Auch das ein sauberes Manöver aus dem Windschatten heraus vor Lecomte und überraschenderweise wieder auf der Innenbahn vor Lecomte. Das sieht man eigentlich gar nicht so häufig, dass man sich da auf der Innenbahn vorbeibremst. Ganz sauberes Manöver, Steffens jetzt also in Führung. So ganz in Fahrt gekommen ist hier Marco Saupe, der fällt nämlich immer weiter zurück, auch hinter den hier platzierten Frühauf. So, hier sehen wir das. Unter 6 Zehntel in seiner bisher besten Runde verloren, in der letzten war es aber gar nicht mal so viel. Jetzt kriegen wir hier neue Rundenzeiten rein. Ja, aber jetzt hat er meine Zehnte aufgeholt, der Marco Saupe. Und hinten nochmal der Versuch von Prinz. So, jetzt haben wir dieselbe Situation nochmal. Vorne an der Spitze können Steffens und Stadelmann sich ein kleines bisschen lösen, aber Erxi fährt sich ein bisschen heran. Wir sehen hier die Rundenzeiten aus der letzten Runde und da war Erxi ganz klar schneller als Stadelmann.
Erste Runde aber kam von Steffens, der hat ja auch die Führung übernommen. So, jetzt geht's hier nochmal rund. Denk mal, nochmal lässt sich Prinz die Butter da nicht so vom Brot nehmen. Versucht es jetzt über die Innenbahn, gleiche Höhe. So, man kann außen herum eigentlich später bremsen. So, das ist das klassische Lecomte-Manöver, was wir hier sehen. Lars Novak exerziert das jetzt hier mal vor. Man kann außen herum später bremsen. So, und wir mussten ja vorhin alles neu starten. Deshalb sind alle unsere Voreinstellungen weg. Und wir versuchen immer noch verzweifelt hier, da ist sie, die Heckkamera zu bekommen. Von Lars Novak. Und jetzt sehen wir, dass Prinz einen Platz verliert. Tim Neuendorf geht durch und jetzt in der Kurve nochmal, in der namenlosen Kurve 11, versucht es Prinz nochmal, es kommt zu einer leichten Berührung und Prinz zieht den kürzeren. Damit also jetzt Neuendorf auf die siebte Position gegangen und das hat beide jetzt natürlich ein bisschen den Anschluss gekostet, aber Neuendorf fährt die Lücke sofort wieder zu. Während sich vorne Steffens lösen kann. Steffens führt jetzt also etwas deutlicher. Da ist keiner mehr in Schlagdistanz, deshalb unsere Chance, mal hier ein bisschen weiter durchzuschalten. Hagen Trüger auf dem 9. Platz, jetzt im Kampf mit Marc Brockmeier. Der hat sich an Daniele Bonaventura vorbeigearbeitet. Und Brockmeier macht jetzt auch schon richtig Dampf hier auf, man müsste ja jetzt schon fast sagen, den Holländer hier, der in ganz orangenem Design unterwegs ist. Trüger also, er hat jetzt hier sicherlich gleich ein Problem. Wenn es zunächst mal auf die Kämme gerade geht, kann aber passieren, dass die Attacke von Brockmeier schon vorher erfolgt. Jetzt ist aber auf den Körb gefahren, der hat einen etwas höheren Rollwiderstand. Aber es gibt schon eine Möglichkeit jetzt gleich in der Busstopp-Schikane. Oh, das ist aber wirklich eine Millimeterarbeit hier. So, Tröger macht ihn dicht. Oder gibt es nochmal einen Menzel-Dummy? Nein, der bleibt aus. Jetzt kämpft Brockmeier mit Untersteuern in der Busstopp-Schikane und sofort kann sich Trüger ein paar Meter absetzen und die könnten gleich sehr entscheidend werden, wenn sie da auf die lange Gerade geht. Jetzt aber erst einmal wieder nach vorne, denn Neuendorf ist durchaus in der Position, da könnte am Ende der Geraden rankommen. So, jetzt haben wir die Realkameras gerade, wie es aussieht. Es gibt hier mehrere Kamera-Cycles auf dieser Strecke, dass wir nicht immer jede Runde dieselben Kameras sehen. Und das ist jetzt, glaube ich, derjenige, auf dem die realen Kameras auch stehen. Jetzt der Versuch von Neuendorf. Das reicht aber nicht. Da kann er sich nur mal zärtlich auf der Innenbahn zeigen. Mehr aber auch nicht. So, hier geht's weiter. So, da ist man jetzt schon ungefähr auf gleicher Höhe. Der Versuch also jetzt hier von Brockmeier vorbeizugehen, ist jetzt vorne, kann später bremsen und holt sich den 9. Platz von Hagen Tröger. Daniele Bonaventura konnte keinen Profit aus dem Duell schlagen, denn der ist ein bisschen abgehängt worden von den beiden. So, dahinter Grunenberg und Grosch im Kampf. Da allerdings konnte sich Grunenberg vorne halten. Ralf Krämer, der war gerade mal ganz kurz neben der Strecke, hat seinen Platz allerdings gehalten. Und dann Axel Dorner direkt hinter ihm. Robert Worm, eine kleine Lücke nach vorn. Und dann mit einer Runde Rückstand Thomas Tempel auf der 17. Position. So, Stadelmann fährt sich jetzt wieder heran. Runden. Es wird jetzt deutlich schneller. Wir sind jetzt im 23er Bereich, kommen also schon langsam in den Bereich der Qualifying-Zeiten. Das ist auch kein Wunder, denn wir sehen, es ist eine Viertelstunde gefahren. Das heißt, wir kommen schon so langsam in Richtung des ersten Boxenstopps. So ungefähr 25 Minuten hält hier eine Tankfüllung. Hier sehen wir einmal im Vergleich in der letzten Runde, da war Raphael Stadelmann der Schnellste. So, und wir haben ein Überholmanöver. Und um Tim Neuendorf, da gab es einen Kampf mit Lars Novak. Das schauen wir uns jetzt nochmal an. So, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Novak hat dann allerdings gekontert. So,
das war die Attacke von Neuendorf. Und Novak hat sich den Platz aber... Ach so, das war die Geschichte. Ja, wir hatten es live gesehen. Das wurde mir jetzt hier nur als zwei Überholmanöver angezeigt. Also da hat sich getan. Novak weiterhin vor Neuendorf. Oh, da versucht er sich jetzt aber hier in die Warschäden reinzudrängen. Und jetzt wird's ein bisschen heftiger hier in diesem Kampf. Grosch und Brunberg unten die Plätze tauschen. Wir sehen das da eingeblendet. Aber wir sehen jetzt hier erst einmal Neuendorf auf Abwägen. Und jetzt ist Prinz wieder, der sich einschaltet. Ja, kann er jetzt genug Schwung mitnehmen, um dann auf Hanges oder auch bekannt unter Piffpaff daneben zu gehen? Sieht nicht so aus. Den Angriff hat Neuendorf abgeblockt. Aber das Ding muss eine Vorgeschichte gehabt haben. Deshalb hier jetzt noch einmal der Blick, was da genau passiert ist. Nein, das ist eine Runde her. Also, das werden wir uns gleich nochmal ansehen, was da passiert ist. Hier sehen wir jetzt gerade mal die Abstände, die sind schon relativ groß. Also wir sehen, dass sich die ersten drei aus dem Staub gemacht haben, früh auf einsam auf der vierten Position und Saupen dann nicht mehr ganz so einsam, weil Novak ja dahinter liegt, dann auf der 5, aber die liegen schon ganz schön zurück. Dann also dieser Kampf hier, Neuendorf jetzt mit Prinz weit. Hier Brockmeier und der hat sich jetzt von Tröger schon ganz schön absetzen können, der hier sich jetzt mit Bonaventura herumschlagen muss. Jonas Steffens 2:23,6 jetzt in diesem Umlauf. Das ist eine neue schnellste Runde gewesen. So, jetzt nochmal der Versuch von Bonaventura, aber da ist er zu weit weg. Das heißt, wir können uns jetzt hier diese Geschichte noch einmal genau ansehen, wie das da weitergegangen ist. Also da gab es hier diese Attacke, da hat man ja alles drauf. Und den Konter von Novak. Dann allerdings ging die Geschichte weiter. Hier sehen wir das. Zack, ja, hat sich da nochmal innen reingedrängt und ja gut. Ist gesunder Turnwagensport, würde ich jetzt sagen. Solange da keiner bei gedreht wird, ist das schon okay. So, früh auf. Was haben wir da? War wohl neben der Strecke, hat aber wohl keine Position verloren. Wie dramatisch ist das gewesen? Okay, also hier sieht es jetzt nicht so aus, als wäre er off track gewesen. Mal funktioniert es, mal funktioniert das nicht. Da direkt an, weil der Ereignisse. Also versuchen wir nochmal, indem wir durchspringen. Und ja, das könnte schon eher sein, weil das ist eine Lieblingskurve, da ist er öfters schon mal neben. Ah ja, gut, das ist jetzt wirklich gar nichts. Ja, wenn einer alle vier Reifen neben der Strecke hat, dann wird das hier als Off-Track der Ereignisbox angezeigt. Aber das war jetzt wirklich halb so schlimm. Das hier vielleicht noch ganz interessant. Speed-Trap. Jonas Steffens da. Ja, man sieht, wer hier schon mal einen Windschatten gehabt hat. Der hat auch die 240 geknackt. Novak hat sich ein bisschen freigefahren, denn die beiden sind sich immer noch nicht einig und hier könnte sich jetzt was anbahnen. Prinz mit dem Versuch, was gegen Tim Neuendorf auszurichten. Aber da hat er wohl doch ein paar mehr Latten auf dem Flügel.
Da kam er jetzt im Windschatten nicht richtig ran. Hochmeier hat sich schon massiv hier abgesetzt. Und Dabona ist jetzt vorbei. Und Saupe und Frühauf tauschen da gerade die Plätze. Wird mir hier gerade angezeigt, was ist da passiert. Da gehen alle an Frühauf vorbei. Oh, Frühauf hat ein Problem. Hat er sich wieder in seiner Kurve rausgedreht? Kommen wir mal hin. Hat's halten können? Nein, das war's nicht. Aber er hat ganz viele Plätze verloren. Ah, da hat er sich gedreht. Da hat sich Frühauf gedreht. Sehen wir das direkt? Ja, das ist die Stelle. In der Rivage. Und unvermittelt kommt ihm da das Heck. Oh, da scheint seine Hinterreifen schon ein bisschen gelitten zu haben. Und muss, ja, da muss also alle vorbeilassen. Und hier findet er erst die Lücke. Was für ein Drama also für den Meisterschaftskandidaten. Das ist natürlich das Letzte, was er jetzt gebraucht hat. Da ist es zurückgegangen bis auf die 8. Position und wahrscheinlich muss er jetzt sogar die Reifen gleich beim Boxenstopp wechseln lassen. Weil das war jetzt schon ein Dreher der heftigeren Art, da werden die Hinterreifen ganz schön was mitbekommen haben. Weiter geht's, Neuendorf und Saupe. Bei Saupe, ist Saupe an die Box gekommen? Nein, Saupe ist off track. Nein, Saupe ist doch an der Box. Also, Saupe legt jetzt seinen Boxenstopp ein. Seinen ersten. Wir werden wahrscheinlich jeden hier zweimal drin sehen. Problem ist, es wird hier immer als Off-Track angezeigt, aber das meint eigentlich die Box. Oder war er wirklich Off-Track? Nein, ich glaube nicht. Ja, das ist schlicht und einfach die Boxeneinfahrt, die wird uns hier als Off-Track angezeigt. Also da ist alles in Ordnung, das war ein regulärer Boxenstopp. Er kommt jetzt hier hinter dem Kampf zwischen Bonaventura und Tröger wieder raus. So, Neuendorf überholt Novak. Wir nehmen aber das hier gerade mal mit. Hagen Tröger hat nämlich einen super Windschatten, steht da quer in Radillon. Er versucht sich jetzt hier den Italiener da zurechtzulegen. Und das sieht gut aus, da hat er jetzt den Überschuss und den wir da auch bis oben hin haben. Er muss es über die Innenbahn richten. Da ganz schön weit innen, da ist er eigentlich zu weit innen gefahren. Jetzt kommt es zur Kollision und Tröger zieht den Kürzeren. Jetzt dreht er sich nochmal und räumt fast Saupe ab. Ui, das war jetzt aber knapp. Riesenglück dafür, Marco Saupe. Und hier hat der Angriff von Neuendorf aus dem Windschatten heraus sauber erledigt. Da war er schon vor dem Bremspunkt vorn. Und dann geht es natürlich auch locker über die Innenbahn. Also für Tröger ging der Angriff mal in die Hose, aber der wird sicherlich da nochmal rankommen. Stattdessen lässt Novak hier nicht abreißen, bleibt erst einmal an Neuendorf dran. So, Steffens und Stadelmann belauern sich weiter. Also denk mal, das ist ein Rennen, was heute über die Boxengasse entschieden wird. Und jetzt kommt erst einmal Steffens rein, das heißt Stadelmann übernimmt das Kommando. Wird jetzt vor Erxi. So, Steffen steht erstmal. Wir werden gleich sehen, wo er in Relation zu Marco Saupe wieder rauskommt. Müsste so, naja, mit ungefähr 8 bis 10 Sekunden Vorsprung wieder rauskommen. Dann hat sich da nichts getan. Aber nochmal, es könnte jetzt sein, dass der ein oder andere Reifen wechseln lassen muss. So, da kommt Steffen wieder raus. Und hier kommt Saupe. Ja, ging noch mal etwas schneller für Steffens, aber es ist jetzt nicht so, dass da einer 21 Sekunden verloren hätte. So, wir haben noch mehr Fahrer an der Box gehabt, unter anderem Frühauf. Und er hat sich vorbeigetankt an Neuendorf. Es kann aber sein, dass er sich das jetzt hier erkauft hat über eine geringere Spritmenge.
Kramer. Warm. Die Überholmanöver da unten, die waren alle durch Boxenstopps bedingt. So, Raphael Stadelmann. Sehr viel länger dürfte sein Tank jetzt nicht mehr halten. Sollte er es schaffen, bis zur Rennhälfte zu fahren, also über diese 30 Minuten hinaus, dann hätte er die Chance, das Ganze mit einem Einstopp hier durchzubringen. Aber ich glaube nicht, dass hier irgendjemand auf der Strecke von Spa, die ja nun doch ziemlich lange Vollgaspassagen hat, dazu in der Lage sein wird. Das wäre schon eine große Überraschung, wenn das einem hier gelingen sollte. Er bringt Erxi mit, der hat sich hier ein bisschen rangefahren. So, jetzt geht's los, Stadelmann rein und Erxi ebenfalls. Der enge Boxeneinfahrt, da kann man auch nochmal viel gut machen und viel verlieren. Und ab hier geht das Speedlimit. Wobei, oh, oh, was haben wir da? Ah, es liegt bei 100 km/h. Erxi war sich da, glaube ich, seiner Sache nicht so sicher. Sah mir schon sehr schnell aus, wie die da anfangs gefahren sind. Deshalb habe ich jetzt gerade mal nachgeguckt. So, und hier kommen sie jetzt alle. Ah, da fährt einer, fährt da noch weiter. Ah ne, das ist Jonas Steffens. Der jetzt hier in Führung geht und das ziemlich deutlich. Jonas Steffens hat sich da jetzt einen kleinen Vorsprung herausgefahren. Oder? Ah ne, der ist gar nicht mal so groß. Ne, hier ist alles beim Alten geblieben. Stadelmann sollte theoretisch einen Vorteil gehabt haben, weil er jetzt eine Runde mit einem leeren Tank unterwegs gewesen ist. Reifen werden ja hier zumindest mal auf den ersten Plätzen nicht gewechselt. Saupe ist jetzt Vierter. Hier kommen Novak und Tim Neuendorf hat Boden verloren. Ja, da ist Frühauf durchgegangen. Also in der Tat, Frühauf, der hat sich ein bisschen nach vorne getankt. Hat vielleicht jetzt, um Track Position zu bekommen, nicht ganz den Tank nicht ganz voll gemacht und muss dann entsprechend früher gleich zum zweiten Stopp. Dann muss er das jetzt natürlich versuchen auszunutzen. Novak wird ihm da jetzt sicherlich als Teamkollege nicht im Weg rumstehen. Für Frühauf geht es ja hier um die Meisterschaft. Jetzt ist er zu schnell in Puhon reingefahren, da sind wir gleich neben der Strecke. Das kostet gewaltig Schwung, jetzt bis hoch zum Einlenkpunkt für Fanyes und sofort ist Neuendorf wieder da. Und ebenfalls Marc Burgmeier. Ja, da mal ganz schön aufgeholt beim Boxenstopp, denkt man, der wird gleich beim zweiten Stopp noch etwas länger stehen müssen. Wenn nicht, dann hat er hier aber irgendwie eine ziemlich gute In- und Outlap gehabt, denn er ist jetzt unmittelbar dran an diesem Kampf. Hagen Tröger ist auf 9, wo ist denn sein Spielkamerad abgeblieben? Uwe Grunberg hier. Ja, wo ist denn hier Daniele Bonaventura? Oh, der scheint Reifen gewechselt zu haben, oder? Nein, oh, was ist denn da los? Da Bona steht, ach nee, hat der keinen Sprit mehr. Der hat wohl keinen Sprit mehr und ist am Boxeneingang liegen geblieben, aber jetzt an einer ganz blöden Stelle. Sollte jetzt machen, dass er da wegkommt. Weil die müssen ja alle irgendwann nochmal an die Box. Und das kann jetzt auch sein, dass hier einer die strategische Karte zieht und dann versucht jetzt hier einen frühen zweiten Stopp einzulegen, um aus dem Verkehr rauszukommen. Und wenn der jetzt da auf den Dabona trifft, der da im Boxeneingang steht, dann wäre das natürlich eine Katastrophe. Also mach, dass du da wegkommst. Da ist nichts mehr zu retten. Tempel ist mittlerweile auch raus. Also dann wohl genug davon, mit einer Runde Abstand dem Feld hinterher zu fahren. An der Spitze hat Erxi ein bisschen an Boden verloren. Während es jetzt hier rund geht, Neuendorf schaltet sich ein im Kampf jetzt gegen Frühauf. Da nebeneinander, Novak gibt früh auf den Windschatten. Das ist jetzt cleveres Zusammenspielen hier, aber Neuendorf ist da unnachgiebig. Und Frühauf mit einer Spätbremsaktion. So, jetzt muss ich ihn aber blockieren.
Das gelingt ihm auch. Das war ein gutes Zusammenspiel der Green Flashes Piloten. Da hat Novak seinen Teamkollegen jetzt gezogen. Weil er musste sich da schon ein bisschen breit machen. So, gibt's was Neues da von Dabona in der Boxeneinfahrt? Nein, der steht da immer noch. Also das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das Rennen ist vorbei, also warum drückt er jetzt nicht Escape? Oder wenn da irgendwas im Real Life ist, mein Gott, da hätte er doch die 2 Meter noch nach vorne fahren können, dass er da jetzt nicht mitten in der Boxeneinfahrt steht, wo jede Minute einer reinkommen kann. Und DNF. So, jetzt ist es passiert. Jetzt hat er Escape gedrückt. Boxeneinfahrt wieder frei. Dabona ist dann leider raus. Ich fürchte da, dass ich mit dem Sprit verkalkuliert und ist in der Boxeneinfahrt liegen geblieben. Blöd ist, wenn einem hier in etwa der Sprit ausgeht, ist es richtig blöd, dass man so eine ganz, ganz langsame Schikane da hat. Denn da kann man dann den ganzen Schwung nicht nutzen. Der da vielleicht noch übrig wäre. So, hier kommt unser Kampfpaket. Novak früh auf Neuendorf und ein bisschen zurückfallend jetzt Brockmeier. Okay, man muss die jedes Mal wieder neu anwählen. Das ist natürlich nicht so schön. So, gibt es jetzt einen Platztausch? Novak macht sehr viel Platz. Macht da zu viel Platz? Ah, jetzt macht er zu viel! Jetzt schickt er sich selbst ins Verderben. Ach, Lars Novak, was war das denn? Da wollte er eigentlich nur früh auf passieren lassen. Und dann fährt er da auf den Dreck, untersteuert auf den AstroTurf hinaus. Und der geht dann beim Beschleunigen weg. Ach, mein Gott, jetzt wird er ins Lenkrad beißen. Was das im Stream zu sehen ist, das wird ihn dann noch weniger freuen. Und noch blöder ist jetzt, dass neben Frühauf natürlich auch Neuendorf vorbeigegangen ist. Und der kann jetzt den Meisterschaftskandidaten direkt mal attackieren und wird wahrscheinlich vorbeiziehen. Damit macht jetzt Frühauf unterm Strich noch nicht mal einen Platz gut. Und sein Teamkollege ist erstmal raus aus der Entscheidung hier. Das ging jetzt ziemlich in die Hose. Steffens versucht vorne einen Ausweichversuch gegen Stadelmann. Und Brockmeier hat sich gedreht. Brockmeier hat sich gedreht. Oh, der hat es direkt am Kurveneingang gehabt. Und dreht sich dann noch ein zweites Mal weg und steht ganz, ganz blöd. Da wird Novak zumindest einen seiner Plätze gleich wiederbekommen. Ja, da ist er. So, kann sich Steffens da vorne absetzen? Na, in dieser Runde waren sie in etwa gleich. Reifen halten sehr gut. Vergessen, sie sind immer noch auf ihrem ersten Satz unterwegs, also den verwenden sie von Start bis Ziel. Konstante Reifen, die hier geliefert werden. Muss sein, Bohr hat ja mit denen ein Abkommen. Berlin liefert alles, aber sicherlich keine Reifen, die absichtlich einbrechen. Passt da gar nicht zu deren Philosophie. Gibt's jetzt die Revanche? Ach, schade, ihr macht uns immer die rückwärtige Kamera zunichte, jedes Mal, wenn wir auf dem Fahrzeug drauf sind. Dann genießen wir das Ganze also hier von den Track-Cameras und die zeigt uns, dass es also den Konter gibt von Novak aus dem Windschatten heraus. Jetzt gilt es halt also wirklich innerhalb dieser einen Runde sich einen Vorsprung herauszufahren, der groß genug ist.
der versucht direkt zu kontern. Überraschungsattacke auf der Innenbahn, klappt aber nicht. Etwas weiter hinten dafür ein Platztausch. Marc Brockmeier hat gerade einen Kampf gehabt mit Lars Novak. Hat den kurz überholt, aber Novak hat sofort gekontert. Auch das ist so eine Geschichte durch Le Comp hindurch. Ach, schön Seite an Seite dort. Und Novak kommt formal mit die sogar vor. Das sieht man relativ selten. Das ist einer schafft da in der Linkskurve sich einen so großen Vorteil zu erarbeiten, aber die hat es tatsächlich gepackt, Lars Novak. Hat sich somit Brockmeier einmal vom Leib halten können. Der Stadelmann kommt an Steffens einfach nicht mehr heran. Werde mal so etwa in demselben Abstand hinter ihm her. Der Vorsprung war nie größer als 2 Sekunden, aber also so richtig rankommt Raphael Stadelmann dann nicht mehr. Also das ist wirklich hier jetzt ein Rennen, was schon auf hohem Niveau ausgefahren wird, wo aber kein direkter Kampf stattfindet, sondern das Ganze hier in so einer indirekten Auseinandersetzung erfolgt. Man merkt es sofort, wenn der Gegner vor einem kleinen Fehler macht, dann ist man plötzlich 3/4 Zehntel näher dran und einen eigenen Fehler merkt man noch viel schneller. Wenn die Lücke dann plötzlich wieder größer wird. So, wir haben Brockmeier an der Box. Der macht jetzt hier seinen zweiten Stopp. Und ich denke mal, dass der jetzt auch wieder weiter zurückfallen wird, denn er hatte einen sehr kurzen ersten. Da sehr dicht direkt an diese Gruppe hier herangekommen, die jetzt mittlerweile sich aufgelöst hat. Frühauf hat sich einen Vorsprung erarbeitet gegenüber Neuendorf. Und Novak ist ja aus der Gruppe rausgefallen, Brockmeier seinerseits auch. So, da kommt er wieder raus und damit hat er seine Boxenstopps für heute hinter sich. So, Hagentröger ist auf dem 9. Platz jetzt ziemlich einsam. Jetzt sieht er seinen alten Kameraden Brockmeier vorhin wieder, aber er muss ja auch noch ein zweites Mal an die Box kommen. Grunenberg dann auf der 10. Position, Dorner auf 11. Sehen wir Krämer und da können wir jetzt auch mal schauen. Aha, die Boxenstopp-Anzeige scheint gar nicht zu funktionieren. Gerade sagen, ob da vielleicht jemand 2 Stopps eingelegt hat, dem ist aber nicht so. Rom 12. Krämer 13. Dann Brosch. Das ist der letzte, der noch fährt. So, wir haben mal wieder einen Frühaufschub-Ausrutscher, allerdings eher harmlos. Zwei Drittel des Rennens sind gleich rum. Jonas Steffens hat es scheinbar im Griff hier. Oh ja, jetzt hat er 1 Sekunde gut gemacht in dieser Runde. Da hat man eine 2,25 eingebaut. Wir haben einen Dreher von Tim Neuendorf. Was ist da passiert? Tatort Busstopp-Schikane. Oh, da hat er sich direkt beim Bremsen weggedreht. Da hat er wohl zu viel Bremsballons auf der Hinterachse gehabt. Dann sofort weiterfahren, das hat noch nicht mal zu viel Zeit gekostet. So, jetzt hat sich das hier ein bisschen gelegt.
ein Platztausch weiter hinten zwischen... Ah ja, das ist Boxenstopp bedingt. Und wir fahren jetzt hier mal ein bisschen mit Jonas Steffens mit. Denjenigen, der das Rennen hier bislang bestimmt hat. Die Führung früh übernommen und sie seitdem nicht mehr abgegeben. Er hat keinen großen Vorsprung. Aber momentan braucht er auch nicht mehr. Jetzt in Richtung Lassos Herpin. Unten mal das Leaderboard durchlaufen. Dort die Live-Abstände auf der Ziellinie. Jaxi also, der ist aus der Entscheidung mittlerweile raus. Der sind 10 Sekunden hinter Stadelmann zurückgefallen. Dorpe wird wohl keinen Pokal aus den Ardennen mitnehmen. Er hat seinerseits auch schon 10 Sekunden Rückstand auf Erxi. Frühauf kann vielleicht noch in Richtung Saupe schielen. Wird ja immer noch ein Boxenstopp auf dem Programm. Barsch herunter, immer untersteuern in dieser Kurve, weil sie so massiv bergab führt. Und dann diese namenlose Linkskurve hier, die hat es ganz schön in sich. Turn 11. Je nachdem, wie man zählt, kann es auch Turn 10 sein. Und dann natürlich Puhon. Eigentlich jetzt die Kurve, die auf dieser modernisierten Variante von Spa die forderndste ist. Leichter Rutscher von Steffens, aber die machen den Reifen jetzt nicht so viel aus. Ganz kurz Unruhe im Fahrzeug. Ja, Stadelmann fährt jetzt wieder ungefähr dieselben Rundenzeiten wie Steffens. Aber diese eine 25er Runde, die hat ihm schon massiv wehgetan. Das war wahrscheinlich ein kleiner Fehler. Und den Abstand, den er da auf einen Schlag drauf gekriegt hat, an dem knabbert er jetzt erstmal wieder. Meier, der Einzige, der schon zweimal an der Box war, zumindest mal in den Top 10. Wird sich erst in den letzten 5 Minuten alles wieder zusammenfügen. Ja, wir haben zwei Fahrzeuge im Moment recht dicht beisammen, das sind Grunenberg und Krämer auf den Plätzen 12 und 13. Allerdings sind die, glaube ich, durch einen Boxenstopp voneinander getrennt. Grunenberg war schon ein zweites Mal drin. Krämer, sein Teamkollege, der müsste noch einmal kommen. Auch nicht allzu weit dahinter ist Henning Grosch. Und er ist zumindest mal mit Krämer noch in einer realen Auseinandersetzung. Sonst haben wir jetzt keine allzu dichten Abstände. Also abgesehen hiervon ist dann schon das Spannendste der Kampf an der Spitze. Stadelmann
Hitz hat sich jetzt wieder in das 2-Sekunden-Fenster reingefahren. Steht jetzt aktuell so bei 1,8 in etwa, was den Live-Abstand auf dem Timing betrifft. Geht da nochmal was jetzt beim Splash and Dash am Ende? Oder ist es das hier schon gewesen? Eine Viertelstunde noch zu fahren, etwas weniger. Spitze ist nicht allzu weit hier hinter. So, Grosch kommt jetzt zum zweiten Mal rein. So, und da kommt der Spitzenreiter bereits, Oma Steffens. Also, der steht kurz davor, hier diesen Kampf Grunberg-Krämer zu überrunden. Stadelmann macht jetzt nochmal Druck. Versucht es jetzt nochmal. Hier sehen wir das Ganze. 13. aufgeholt in dieser Runde. Gibt nochmal sein Bestes, dass er da nochmal ranfahren kann. Aber das ist schon eine verdammt schwere Aufgabe. Jetzt sind wir natürlich auch so langsam in der Phase, wo dann die Frage kommt, wer hat noch wie viele Reserven in seinen Reifen. Denn irgendwann fängt auch der beste Michelin-Pneu an, langsamer zu werden. Die Zeiten sind jetzt schon ein bisschen gefallen in den 24er-Bereich. Also es gibt jetzt keinen mehr hier, der in der letzten Runde eine 23er-Zeit noch gehen konnte. So, Robert Wurm, der hat sich heimlich still und leise ein bisschen nach vorn gearbeitet. Scheint sich das auch gar nicht mal über eine alternative Strategie erkauft zu haben. Könnte sein, dass er direkt zu Beginn, dass er diese Reverse-Strategie gewählt hat, dass er schon zwei Boxenstopps absolviert hat und einen davon ganz am Anfang. Leider wird mir nicht auf dem Live-Timing angezeigt, wie viele Boxenstopps die schon absolviert haben. Also die Anzeige scheint in R-Faktor 2 noch nicht zu funktionieren. Und ja, es schiebt sich spürbar zusammen hier vorne. Wir werden das jetzt gleich mal sehen. Jetzt kommt das Zeiten-Update dort unten auf dem Compare-Button. Ja, oh ja, eine 23.8 jetzt von Stadelmann. Wieder 14. aufgeholt. Er versucht also nochmal was auszurichten in Richtung Jonas Steffens. Der da vorne wirklich enorm konstant fährt. Im niedrigen 24er-Bereich ganz geringe Abweichungen in seinen Rundenzeiten. Und vor allem fehlerlos das Ganze. Stadelmann hatte eine 25er-Runde drin und den Abstand, den hat er immer noch nicht ganz zugefahren, den er da verloren hat. So, was ist da rund um Marco Saupe los? Das kann nur heißen, dass der in der Box steht. Dem ist auch so. Oh, steht nochmal lange. Hey, ich glaube, das hat länger gedauert, als er wollte. Normalerweise sollte man da jetzt nämlich nur ganz kurz stehen und nochmal ein paar Liter reinschütten. Und im Moment steht einer. Das müsste ja einer aus unserem Kampf von gerade sein. Ralf Krämer. Ja, der hat jetzt den Anschluss an Uwe Grunberg verloren. Was ist da passiert? Ui, kleiner Einschlag. Jaxi wird wohl hier einen starken Podiumsplatz nach Hause bringen. Ja, ist Platz 3 jetzt nicht werden können, außer hier vorne passiert noch was. Die
Der letzte Boxenstopp, der müsste jetzt auch hier jeden Moment anstehen. Steffens war gerade als Erster drin, Stadelmann ist eine Runde länger gefahren. Das heißt, er hat jetzt auch hier nochmal die Chance, eine Runde mit leerem Tank zu fahren. Und dann natürlich die große Chance, die große Frage, hat irgendjemand beim ersten Boxenstopp vielleicht nicht ganz voll getankt? Also, kommt der Stopp jetzt schon? Steffens kommt rein. So, Stadelmann, der fährt erstmal weiter. Jetzt muss alles passen. So, Boxenstart scheint er getroffen zu haben. Jetzt schauen wir mal, wie lange der so ungefähr steht. Boah, das dauert doch seine Zeit hier. Also mehr als 5 Sekunden sind das auf jeden Fall. Steffens kommt jetzt als Drittplatzierter und ziemlich dicht hinter Erksi wieder raus. Dann sollte das kein zu großes Problem sein, denn auch Erksi fährt ganz gute Rundenzeiten. Jetzt also die Frage, kann sich Stadelmann hier einen Vorsprung herausfahren? Einen entscheidenden. So, Frühauf und Novak, wie kommen die denn zusammen? Ah ja, durch den Boxenstopp seitens Frühauf. So, Stadelmann läuft jetzt auf. So, jetzt haben wir schon wieder die Plätze getauscht. Was ist denn da passiert? Das ist... Ah ja, das ist eine ganz normale Windschattenattacke. Jetzt... Oh, na, werden die sich hier etwa jetzt noch gegenseitig von der Strecke fahren? Und da sind sie sich aber ganz schön dicht gekommen. Novak geht erstmal vorbei, der muss aber noch an die Box. Deshalb verstehe ich das gerade auch nicht so ganz. Weil Frühauf, der wird noch hier versuchen, einen Angriff auf Marco Saupe zu reiten. Während Novak nochmal reinkommen muss. Sei es drum, jetzt erst einmal Raphael Stadelmann. Wenn er jetzt wieder schafft, eine Runde mehr... Oh, was macht der denn da? Was macht denn Stadelmann da? Ach du meine Güte! Was hat denn das für eine Konzentrationsschwäche? So, jetzt kommt er rein. Da war er, glaube ich, irgendwie mit dem Boxenmenü beschäftigt. Oder da hat er aber Glück gehabt, dass das Ganze noch so ausgegangen ist. Also ich habe den jetzt eigentlich da schon ganz weit in der Auslaufzone gesehen. Hat aber scheinbar alles geklappt. Erksi kommt ebenfalls rein. So, und jetzt kommt es hier zur Auseinandersetzung. Steffens muss jetzt den weiten Weg fahren. Und wo kommt dann Stadelmann wieder raus? Nein, der hat doch verloren hier. Ja, dieser Verbremser hat doch zu viel Zeit gekostet. Und Steffens übernimmt wieder die Führung. Und das sogar deutlicher als zuvor. Laut Lifetime sind es jetzt 2,5 Sekunden. Bei dem Boxenstopp waren es knapp unter 2. Und oh, was ist hier los? Erksi steht ganz lang. Erksi steht viel zu lang. Erksis Boxenplatz ist weg. Podiumsplatz ist da weg. An der Box. Oh, das ist bitter. Da verliert er doch noch alles. Musste er etwa frische Reifen nehmen. Jetzt ist er im Kampf mit Frühauf. Der geht erst einmal vorbei. Könnte aber direkt einen Konter aus dem Windschatten geben. Das ist jetzt nochmal überraschend, dass Erksi da so am Boden verliert. Er kann sich den Platz zumindest zurückholen. Ich kann nur so erklären, dass er frische Reifen nehmen musste. Also es kann jetzt auch nicht mehr sein, dass er beim ersten Stopp weniger getankt hätte, weil dann hätte er gar nicht hier bis 5 Minuten vor Schluss fahren können. Das ist eine etwas merkwürdige Geschichte. So, dann haben wir Neuendorf und Brockmeier. Die sind jetzt im direkten Duell. Und Novak dahinter.
Also hier haben wir jetzt doch noch mal ein bisschen Action für die letzten Runden. Hier kommt Tröger, dürfte jetzt einer der letzten sein, die aus der Box wieder rauskommen. So, und hier wird noch diskutiert werden müssen. Ebenso haben wir eine Auseinandersetzung hier. 10. Robert Worm auf 11 Axel Dorner und auf 12 Uwe Grunenberg. Vermutung gar nicht so falsch, dass Robert Worm den Splash and Dash direkt am Anfang eingelegt hat. Deshalb zunächst so weit zurücklag. So, Erxi hat sich aus dem Windschattenfenster abgesetzt. Also keine Chance jetzt, für früh auf da nochmal einen Konter zu setzen. So, das ist die vorletzte Runde, die jetzt läuft, und wir werden jetzt gleich Zeuge eines Angriffs von Marc Brockmeier auf Tim Neuendorf im Kampf um den 6. Platz. Seiner ausgezeichneten Ausgangsposition und auch viel Schwung durch Radion mit. Und da kann jetzt eigentlich schon fast gar nichts mehr schief gehen. So, man muss hier dem anderen auch den Raum geben, also man darf jetzt hier nicht anfangen, mit den anderen in die Wiese abzudrängen oder so etwas. Und das ist ein blitzsauberes Manöver aus dem Windschatten heraus. Jetzt muss er sich allerdings über diese Runde absetzen, denn sonst hat Neuendorf gleich in der letzten Runde den letzten Schuss. Oh, es kommt zur Kollision und ein Rieseneinschlag hier von Brockmeier. Und ich glaube, der wurde von Neuendorf abgeschossen. Und jetzt fährt er auch noch den Novak über den Haufen. So, oh, die Autos scheinen aber einiges auszuhalten. Ja, mein lieber Mann, habt ihr das Schadensmodell ausgestellt? Normalerweise wäre das Rennen jetzt zu Ende gewesen. Also da gibt es doch noch leider eine etwas unschöne Szene hier am Ende des Rennens. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Ah nein, der hat sich selber weggedreht. Der hat sich selber weggedreht. Das war gar kein Abschuss. Also, da sprechen wir Neuendorf direkt mal frei. Das hat sich Brockmeier selbst eingebrockt. Und wir sind in der letzten Runde. Jonas Steffens, da brennt nichts mehr an. Das ist gelaufen hier. Marco Saupe kommt hier noch ganz unverhofft zu einem Podiumsplatz, weil Stefan Erxi irgendwas da beim letzten Boxenstopp unterlaufen ist. Ja, relativ unspektakulärer Sieg, möchte man sagen. Jonas Steffens einmal die Führung übernommen. Danach hat er das Feld jetzt nicht vollständig distanziert oder um die Ohren gehauen, aber er hat sich immer so das nötige Sicherheitspolster gelassen. Die weiteren Abstände sind alle so groß, dass es keine Angriffe mehr aus dem Windschatten zu erwarten gibt. Da war dieser Kampf jetzt zwischen Brockmeier und Neuendorf das letzte, was wir noch hatten, und das hat sich ja jetzt erledigt. Damit also jetzt die letzten Meter hier für Jonas Steffens. Auf dem Weg zu einem weiteren Sieg hier. In dem Renault Megane Cup von Virtual Racing e.V. Das drittletzte Rennen, und damit wird er vor allem auch in der Meisterschaft
hier ein bisschen was gegen Stadelmann gut machen können. Meisterschaftskampf verliert jetzt früh auf an Boden. Er wird hier Fünfter hinter Stefan Erksi. Aber hier kommt unser Sieger. Letzte Kurve für Jonas Steffens. Dann gratulieren wir ihm hier zum Sieg im 8. von 10 Läufen des Renault Megane Cups. Jonas Steffens also ist der strahlende Sieger und darf sich hier feiern lassen. Ist also über den Strich gekommen. Raphael Stadelmann beendet das Rennen als Zweiter. Konsequenzen für die Meisterschaft müssten wir da noch ausrechnen. Und hier kommt also Marco Saupe, der hier unverhofft auch noch auf das Podium steigen darf. Wir hatten ihn eigentlich schon als Vierten hier von den Podiumsplätzen abgeschrieben. Und dann kam da dieser merkwürdig lange Stopp von Stefan Erksi ganz kurz vor Schluss. Der Marco Saupe also wieder auf das Podium gebracht hat. Da geht das Rennen auch für ihn zu Ende. Stefan Erksi. Wahrscheinlich ein kleines bisschen ärgern. Oh, und fast hätte ihn sogar Markus Frühauf noch abgefangen, aber da hat es nicht mehr ganz gereicht. Vielleicht hat er einfach zu viel nachgetankt. Aber das sind jetzt alles nur Spekulationen. Hier kommt Tim Neuendorf als Sechster über den Zielstrich. Lars Novak wird Siebter. Dann warten wir jetzt eine gewisse Zeit auf Marc Brockmeier, dann Hagen Tröger. Robert Worm und dann Axel Dorner. Die sind alle noch relativ dicht beisammen hier. Uwe Grunberg wird der Letzte sein, der dann die Zielflagge sieht. Das ist jetzt also das Paket, was jetzt hier noch ankommt. Dann haben wir das Rennen erstmal im Kasten und werden uns dann relativ schnell den Siegerinterviews widmen. Brockmeier ist ziemlich langsam unterwegs, der muss wohl noch ein bisschen Sprit sparen. Schafft's aber über die Linie. Und wird letztlich Achter. Neunte Position dann für Hagen Tröger. Hier kommt also Robert Worm, der sich mit seiner Reverse-Strategie einen Platz in den Top 10 sichert. Elfte Position für Axel Dorner und 12. Uwe Grunberg ist der Letzte, der über die Linie geht. 13. Henning Grosch, 14. Ralf Krämer. Und das waren alle, die jetzt hier die Ziellinie gesehen haben. Ausgeschieden also Daniele Bonaventura, Thomas Tempel, André Geider, Peter Neuendorf, Marco Blech und Jürgen Prinz. Das also war's vom Rennen. Wir machen jetzt einmal ganz kurz Pause und dann kommen wir gleich zurück mit den Siegerinterviews. Thank you.
User was moved to your channel. So, wir werden uns dann jetzt hier den Siegerinterviews widmen. Dann legen wir uns hier mal den Spotter Guide drauf und haben als erstes hier den Chef der ganzen Angelegenheit bei uns zum Interview, der auch standesgemäß dann direkt mal dieses Rennen gewonnen hat. Jonas Steffens, also Gratulation. Ja, ein sicherlich Arbeitssieg. Der Abstand war ja nicht allzu groß nach hinten, aber dann auch keine direkte Auseinandersetzung. Gratulation zum Sieg. Ja, wie war es für dich? Ja, vielen Dank. Anstrengend. Ich würde sagen, das anstrengendste Rennen bisher in der Serie. Ich hatte ja erst den Raphael die ersten Runden vor mir, habe da alles gegeben, um an ihm dran zu bleiben. Irgendwann kam ich dann vorbei am Ende der Camel Straight, aber ich konnte ihn nicht abschütteln, egal was ich versucht habe. Die ganze Zeit ihn im Windschatten gehabt und ja, bis zum Ende, ich glaube die letzten 5 Runden, da zog sich dann ein bisschen auseinander. Ich bin wirklich völlig fertig im Moment. Ja, das kann man sich sicherlich vorstellen. Kritischster Moment sicherlich die Boxenstopps. Und hast schon ein bisschen durchgeatmet, als du nach beiden dann in Führung liegend wieder rausgekommen bist. Hast du noch irgendwas befürchtet, was der Stadelmann da eventuell in der Hinterhand hätte? Ja, ich habe befürchtet, dass einer von den beiden, der Stefan Erzi war ja auch nicht weit weg, ich habe befürchtet, dass einer von den beiden nicht volltankt, um sich eben Track Position zu schnappen. Ich habe deshalb selber 5 Liter weniger getankt, weiter runter wollte ich dann doch nicht gehen. Und ja, es ging auch ganz knapp aus, da der Raphael eine Runde nach mir zum ersten Stop ist und eine Runde nach mir zum zweiten Stop, denke ich mal, dass das auch notwendig gewesen ist. Also es waren 2 Sekunden weniger Standzeit gegenüber Volltanken. Ich glaube, er wäre vor mir rausgekommen, wenn ich selbst voll getankt hätte. Ja, am Ende ist sich das also alles ausgegangen. Jonas Steffens, danke für dein Interview und dann natürlich viel Erfolg für die letzten beiden Rennen. Danke. So, und du kannst mal gucken, ob du den Raphael da oben irgendwie hier zur Pressekonferenz schicken kannst. Marco Sauper also ist jetzt hier noch bei uns, der Drittplatzierte des heutigen Rennens. Also Marco, Gratulation auch zum Podiumsplatz. Kam ein bisschen unverhofft in den letzten Minuten. Warst du sehr überrascht, als du plötzlich vor Stefan Erksi gelegen hast? Ja, danke erstmal. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich weiß nicht, ob er zu viel getankt hatte oder Reparatur oder Reifenwechsel im Boxenstopp. Ich hatte zwar zwischendrin mal gesehen, dass ich ein bisschen näher kam, aber nicht mehr damit gerechnet, dass ich noch rankomme. Da habe ich eher vielleicht gehofft, dass ich vielleicht im Kampf um Platz 1 die beiden noch ein bisschen in die Wolle bekomme. Aber ansonsten hatte ich eigentlich eher einen Blick nach hinten, weil Markus auch ein bisschen näher kam. Du hattest, glaube ich, ziemlich zu Beginn des Rennens eine relativ frustrierende Phase. Da sind 2 oder 3 Fahrzeuge an dir hintereinander weg vorbeigezogen. Was war da los genau in dem Moment? Also, das weiß ich auch nicht so richtig. Ich hatte eigentlich, ruhig geht mit den Wagen immer flat, aber die ersten 2 Runden hatte ich irgendwie einen Wackler drin und danach war das Vertrauen ins Auto erstmal irgendwie weg. Keine Ahnung, es war das richtige Setup. Hat sich ja sonst auch nichts an der Strecke geändert, aber irgendwie habe ich da erstmal ein paar Runden gebraucht, um zu sehen, dass wieder alles normal ging. Und da, ja, aber auch ohne das mit den beiden vorne wäre ich auch so nicht mitgekommen. Ja, dann also auch an dich vielen Dank für dein Interview und dann natürlich auch für dich viel Erfolg für die letzten beiden Rennen. Danke. So, und damit also noch zu Raphael Stadelmann, den heute Zweitplatzierten. Also, Gratulation zu Platz 2. Einer war heute wohl ein ganz kleines bisschen entscheidendes bisschen stärker als du. Ja, Jonas. Ja, also ich hatte schon von Anfang an gemerkt, dass ich ihn nicht hinter mir behalten kann. Und habe ihn dann vorbeigelassen, als er neben mir war. Und ja, ich habe eigentlich das ganze Rennen damit gehofft, dass er irgendwann einen Fehler macht. Er hatte ja mal kurz einen Quersteher, aber das war leider zu wenig. Aber trotzdem, mit dem Platz 2 bin ich eigentlich sehr zufrieden. Hat es dich denn erstaunt, dass du dann plötzlich so dranbleiben konntest? Ja, auf jeden Fall. Weil gestern Abend bei den Trainings
hatte ich doch noch ein wenig Rückstand auf Jonas. Und dann im Qualifying war ich völlig überraschend auf Pole Position. Aber beim letzten Stint hatte ich so meine Probleme mit dem Reifen. Also der Wagen fing an zu rutschen und so, und ja, dann konnte er natürlich mir davonfahren. Ja, wenn man das so davonfahren nennen kann, wann war dir klar, dass das mit dem Angriff nichts mehr werden würde? Nach dem letzten Stop. Ja, also das hat sich dann da ganz klar auch abgezeichnet, da war der Abstand dann nochmal etwas größer. Nichtsdestotrotz, zweiten Platz, gut eingefahren. Jetzt vielleicht noch dein Ausblick für die letzten beiden Rennen und die Meisterschaftsentscheidung gegen Jonas? Ja, das wird sicher spannend, da Hungaroring ist nicht so meine Strecke, aber ich hoffe dafür aufs Finale, dass ich ja Dort sicher noch dick punkten kann. Ja, und das Finale, da können wir uns drauf freuen, das haben wir auf jeden Fall vor, auch live zu übertragen. Raphael Stadelmann, dir auf jeden Fall auch vielen Dank für dein Interview und dann viel Erfolg für die letzten beiden Rennen. Dankeschön, schönen Abend. Ja, und das war's dann also. Das war der achte Lauf der Renault Megane Trophy, des Renault Megane Cups von Virtual Racing e.V. Ja, es geht also dann jetzt weiter nach Ungarn. Das Rennen werden wir nicht zeigen, aber dann das Saisonfinale am 25.06. in Silverstone. Das haben wir vor, live zu streamen. Da wollen wir also dann hier die Meisterschaftsentscheidung dann live übertragen mit hoffentlich einem spektakulären Finale dann aus Northamptonshire von der ganz bekannten Rennstrecke vom Home of British Motor Racing. Also bis dahin verabschieden wir uns mal für 4 Wochen hier von VR TV. Für heute ist es das gewesen. Heiko Stritzke gesagt, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.